Herzlich willkommen zu Better English Crates. In der heutigen Folge widmen wir uns den unbestimmten Artikeln im Englischen. Die unbestimmten Artikel im Englischen entsprechen im Deutschen dem einer, eine, eines oder und wird auch ähnlich verwendet, bis auf ein paar Ausnahmen. Jedoch steht manchmal der Artikel vor dem Nomen. Kommen wir nun zur Verwendung der unbestimmten Artikel. Wie erwähnt, stehen die unbestimmten Artikel im Englischen manchmal vor den Nomen. Dies ist bei folgenden Personen der Fall: Berufen, Volksgruppen, Nationalitäten, religiösen Gruppen, politischen Parteien. Jedoch nur, wenn die jeweilige Person als Vertreter dieser Gruppe agiert. Ein Beispiel dafür: I'm a football player. Beachte: englische unbestimmte Artikel, also Ausnahmen. Diese solltest du einmal gehört haben, damit du sie danach einfach kannst. Steht kein Bei Titel bzw. Rangbezeichnungen steht ein off. Nach turn steht kein unbestimmter Artikel. Wann steht ein Zwischen as und dem Nomen? I got a hockey stick as a present. Ich bekam einen Hockeyschläger als ein Geschenk. Bei folgenden Wörtern, bei diesen Wörtern steht auch das ön davor. Also zunächst das Englische und dann das Deutsche. To be at an end, am Ende sein. To come to an end, zum Ende kommen. To be in hurry, in Eile sein. It's a pity, es ist schade. To have a good appetite, guten Appetit haben. To make noise, Lärm machen. To make it a rule, sich zur Regel machen. To seek a quarrel, sich Streit suchen. As a rule, in der Regel. In a friendly manner, auf eine freundliche Art und Weise. Natürlich gibt es noch mehr, jedoch waren das jetzt die wichtigsten. Bei Mengen und Zeitangaben: Milk cost 2 Pfund a liter. Milch kostet pro Liter 2 Pfund. Nach search, half, quite, rather, what so und Adjektiven und nach to plus Adjektiv, jedoch nur bei zählbaren Begriffen. Zum Beispiel search a big house, so ein großes Haus, bei einer Zahlbedeutung von one. Zum Beispiel a year, ein Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie du vielleicht weißt, ist es meine Vision, anderen Schülern die Möglichkeit zu bieten, gratis Englisch einfach, schnell und ohne Bemühungen beizubringen. Nun bitte ich speziell dich, mir dabei zu helfen, indem du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ansonsten liest dir meinen Artikel durch, um noch einmal alle Informationen und Einblicke dieser Folge auf einen Blick zu haben. Link in der Beschreibung. Des Weiteren würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen, damit ich weiß, ob es dir gefallen hat und überhaupt weiterhilft. See you. Bye bye.